Ich unterrichte jetzt hier Rechnungswesen und Betriebswirtschaft in der 3L. Um was geht es in diesen Fächern überhaupt? Sie lernen, wie Sie jetzt zum Beispiel hier, wo wir jetzt die Kostenrechnung haben, wie man Preise berechnet, wer sein Hotelzimmer kostet. In Betriebswirtschaft beschäftigen wir uns relativ viel mit Kaufvertrag, mit Versicherungen, mit Personalmanagement, das heißt, wie Sie überhaupt irgendwelche Mitarbeiter einstellen. Sie lernen eigentlich wirklich die zentralen Sachen, was Sie eigentlich nachher im Unternehmen anwenden müssen und sind nachher eigentlich relativ gut für die touristische Branche eigentlich vorbereitet. Ich glaube, das ganz Lästige generell in BVW und in Rechnungswesen da bei uns in der Schule ist, dass es so extrem praxisnah unterrichtet wird, dass wir extrem viel lernen, was wir später in Tourismus, aber auch in ganz viele andere Branchen anwenden können. Dass es nah am Unternehmen ist und wir einfach genau wissen, um was es geht. Außerdem ist einfach, weil es diesen Praxisbezug hat, sehr viel spannender als wie jetzt ganz trockenes Mathe. Einfach weil wir lernen, wie es in der Unternehmenswelt ausschaut. Wir haben relativ viel hier Excel, da wir Rechnungswesen und Betriebswirtschaft die ganzen Programme nachher verwenden und die ganzen Beispiele auch lösen, was sie auch im Betrieb später, vor allem Excel, eigentlich immer verwenden müssen.